Hypothetische Situation 7. Vier unkontrollierbare Pferde rasen mit einer Kutsche auf eine Klippe zu. So einen Einsatz hatten wir auch noch nicht. Noch nicht. Werdet ihr A, den Sheriff rufen, B, die Kutsche entkoppeln oder C? C, aufhören, das Buch zu lesen. Heatwave, ich will lediglich feststellen, ob wir auch für alle Notfälle vorbereitet sind. Wir hatten viele seltsame Rettungsaktionen. Was soll uns da noch aus der Fassung bringen? Das Signal von Optimus Prime. Optimus, Sir. Rettungsteam Sigma 17 erwarten Ihren Befehl. Diese Mission betrifft nur dich allein, Heatwave. Du hast gezeigt, dass du zu größerer Verantwortung bereit bist. Es wird Zeit, dass du ein Anführer wirst, wie es dir gebührt. Danke, Sir. Aber mein Team... Bleibt in Griffin Rock und wir treffen uns an einem geheimen Ort auf dem Festland. Komm, unverzüglich. Ich schicke dir die Koordinaten. Aber, Sir, ich... Wir sind ein fassungsloses Team. Wie ist es, Dad? Jetzt wird Großvater Zacharys Bild restauriert. Der Restaurateur sagt, er kriegt sogar das alte Holz wieder hin. Aber komisch, dass Dr. Morocco uns so einfach das Bild geschickt hat. Scheint doch viel zu nett. Genau. Er wollte schließlich auch das Schiffswrack von Urgroßvater stehlen. Ich bin froh, dass es hier ist. Egal, was sich Morocco dabei gedacht hat. Na endlich! Vier Roboter auf einer Weltraumpatrouille gerieten in eine vertragte Bredouille. Sie wachten auf unserer Erde. Optimus Prime wollte, dass es so werde. Sie lernen, wie man Menschen beschützt. Alles zu tun, was allen hier nützt. Sie trotzen als Helden Wetter und Wind. Und kaum jemand weiß, wer sie wirklich sind. Rescue Bots helfen und retten. Sind wir von Not und Gefahr bedroht. Rescue Bots helfen und retten. Rescue Heatwaves dritte Form. Chief Burns, ich bitte um Dienstbefreiung. Optimus Prime hat mich zum Festland beordert. Roboter mit Persönlichkeit. Das ist ja wirklich faszinierend. Ist genehmigt, Heatwave. Um was geht es? Ich weiß es nicht, Sir. Ich weiß nicht mal, wie lange es dauert. Wann geht es los, Heatwave? Wahrscheinlich komme ich jetzt schon zu spät. Aber, hey, ich nehme mir noch die Zeit, dich zur Schule zu fahren. Wir begleiten dich. Ich muss das Bild hier sowieso noch in die Stadt bringen. Gefühle? Pflichtbewusstsein? Ich kenne Menschen ohne das. Wenn dieses künstliche Intelligenzprogramm wirklich so fortschrittlich ist, dann werde ich das ganz schnell herauszufinden wissen. Denkt dran, wenn ihr mich braucht, dann funkt mich an. Chase, du übernimmst die Führung. Boulder, pass für mich auf Cody auf. Und Blades, schau dir nachts keine Horrorfilme an. Ich bin nicht da, wenn du dich von Zombie-Hamstern verfolgt fühlst. Das war nur einmal. Ja, irgendwas habe ich noch vergessen. Heatwave, wir sind auf alle Notfälle vorbereitet. Außer auf die Pferdekutsche natürlich. Wir schaffen das schon. Gut, ich weiß. Aber wenn nicht, funkt mich an. Was gibt's, Doc? Keine Hahnsaison, befürchte ich. Es scheint ein Sturmtief mit hoher Geschwindigkeit auf die Insel zuzurasen. Die Bilder meines Wetterballons deuten auf einen Tornado hin. Wir geben eine Warnung raus. Griffin Rock ist auf so ein Unwetter nicht vorbereitet. Ich habe schon eine neue Erfindung gemacht, um den Wirbelsturm zu entwirbeln, falls Sie mir Danny und Blades überlassen. Team, wir haben einen ernsten Notfall. Rescue Bots ausrücken zum Einsatz. Optimus wird schon verstehen, wenn ich mich verspäte. Sir, der Tornado scheint näher zu kommen. Alle in den Keller! Sofort! Warte, Kate! Sieh mal! Los, rein da, Cody! Wir machen das schon! Hey, wer will eine Freifahrt im Feuerwehrwagen, hä? Kommt schon! Ah!
Wirf uns hier raus! Ich bin dabei! Heatwave! Geh zurück, Boulder! Der Sturm ist zu stark! Ja, aber ich bin stärker! Aufladen und abfeuern! Ich bin zwar kein Wetterexperte, aber sollten wir nicht vor dem Tornado wegfliegen? Eigentlich sollten wir direkt hineinfliegen. Wenn wir ganz nah dran sind, werfen wir das hier ab. Mein Antitornado. Meine ganz persönliche Erfindung. Dieses Gerät explodiert innerhalb des Wirbelsturms und ändert die Energie der Sturmteilchen, was ihn stoppen könnte. Oder stoppen sollte. Ich wollte das schon lange testen. Es testen? Oh ja, gute Idee. Gut, dass Sie das geschafft haben, Doc. Dieser Tornado hätte schwere Schäden angerichtet. Er ist irgendwie schlagartig erschienen, ohne jegliche Vorwarnung. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich werde jetzt die Wetterdaten analysieren. Wir bringen sie ins Labor. Nicht nötig, Heatwave. Du hast jetzt etwas Wichtigeres zu tun. Oh. Denkt dran, wenn ihr mich braucht, werden wir dich anfunken. Es ist soweit. Du kannst aussteigen. Nein. Ich komme mit dir. Kate, Optimus hat dich nicht eingeladen. Aber jemand muss doch fahren. Und außerdem, war nicht der alte Opti so scharf auf die Zusammenarbeit mit uns? Ah, schön. Nur blamier mich nicht, in Ordnung? Na, mein Junge, Schule schon beendet? Ja, der Tornado hat die Lehrerin aus den Latschen gekickt. Dann wird ihr das hier noch die Socken weghauen. Dieser Sturm kam nämlich aus heiterem Himmel. Wie Zauberei. Nein, wie Wissenschaft. Erinnert euch der blaue Strahl nicht auch an etwas? An die Wettermaschine. Unsere scheint ja noch in der am besten vergessen Abteilung zu stehen. Unsere? Davon gibt's noch andere? Einen Prototyp gab's vielleicht schon früher, das sehen wir gleich. Ja. Meine Unterlagen zeigen, der Vorläufer dieser Wettermaschine hätte schon geliefert werden müssen, und zwar 1966. Nur sie hat uns nie erreicht. 1966? Das ist das Jahr, in dem Urgroßvaters Schiff verschwand. Der letzte, der an Bord Zugang zu diesen Geräten hatte, war doch... Dr. Morocco. Schade, das ist aber sehr enttäuschend. Offenbar reicht ein einziger Tornado nicht aus, um die Insel zu einer Evakuierung zu zwingen. Mir scheint, ich sollte mich jetzt weitaus überzeugenderer Mittel bedienen. Ich hoffe nur, dass niemand einen Segeldrachen fliegt. Jetzt an Land. Ruf mich an, wenn du zurück willst. Hey, hey, Opti! Wie sieht's aus, altes Haus? Sir, mein Partner bestand darauf, mich zu begleiten, aber... Sein oder nicht sein. Ich lerne auch etwas von den Menschen. Ich habe dich herbestellt, weil du dich für die nächste Rescue-Bots-Beförderung als würdig erwiesen hast. Eine dritte Form. Die Vorbereitung für deine Beförderung erfordert enorme Energie und Konzentration. Aber ich weiß, dass du dieser Anstrengung gewachsen bist. Danke, Sir. Das verwirrt mich etwas. Welche dritte Form ist das genau? Hey, ich habe zwei Formen, richtig? Roboter und Feuerwehrwagen. Aber jetzt kann ich ein neues Fahrzeug scannen und das ist dann mein dritter Modus.
Dann such dir was Schnelles aus. Ein Cabriolet. Haley würde begeistert sein. Oder ein Jet. Wir würden dann Danny umkreisen. Hey, hey, oder ein Zug. Wie, das ist schon alles? Wie wär's mit einer Raumfähre? Manchmal wählst nicht du das Fahrzeug aus, sondern das Fahrzeug wählt dich. Dazu hast du noch genügend Zeit, wenn du einmal gelernt hast, die gespeicherte Energie zu nutzen. Zuerst musst du ins Gleichgewicht kommen, um innere Kraft zu finden. Wenn Dr. Morocco wirklich so eine Wettermaschine hat, dann wette ich auf die Energie von 10 Avogadro-Zahlen, dass er sie auch wieder einsetzen wird. Oh, klingt, als hätte er das schon. Das da sieht aber nicht nach einer Wettermaschine aus. Morocco hat ohne Zweifel die Technologie frisiert. Und keine sehr gute Frisur, so wie meine. Chase, bist du in Ordnung? Ja, Sir. Aber ich mag diese schlagartigen Begegnungen nicht. Wir sollten in Deckung gehen. Die Kommunikationsanlage. Kein Funksignal für die Handys mehr. Doc, ich erkläre das zur Notfallstufe 1. Gut, dass Bowler und Graham die Schutzhüllen verstärkt haben. Ich habe Frankie schon mit Vorräten dorthin geschickt. Und mit so vielen Brettspielen, wie sie nur tragen konnte. Aber Dad, müssen wir Dr. Morocco nicht stoppen? Zuerst müssen alle Leute in Sicherheit sein. Ach, Dad ist nicht zu erreichen. Hast du Glück bei Heatwave? Keine Antwort. Aber wir wissen, was er sagen würde. Beschützt die Menschen. Dad würde sagen, befolgt die Notfallregeln. Das bedeutet, wir bringen alle Leute in die Schutzhöhlen unter dem Mount Griffin. Ah! Heatwave wäre gern dabei gewesen. Lauf durch den Tunnel zur Höhle. Sag es allen, die du siehst. Boulder, hierher! Klettern Sie an Bord. Das sollte ausreichen, um die Burns-Familie einige Tage zu beschäftigen. Die ideale Gelegenheit, sie zu besuchen. Soll er sowas jetzt machen? Ja, es ist ein Teil des energiekonzentrierenden Prozesses. In Ordnung. Weil wenn ihm was passiert, dann... Deine Sorge um ihn ehrt dich. Ich verstehe, warum Heatwave eure Partnerschaft so schätzt. Das hat er gesagt? Naja, mit weniger Worten. Ich fühle mich, als hätte Boulder mich überrollt. Das wird schon wieder, Kumpel. Kumpel? Well, ist was passiert, als ich hier lag? Heatwave, du hast erfolgreich deine Energie für die Beförderung konzentriert. Ich bin beeindruckt. Nur wenige schaffen das beim ersten Mal. Danke, Sir. Ganz ruhig. Es wird noch dauern, bis du dich völlig erholt hast. Aber du kannst deinen neuen Fahrzeugmodus scannen, wann immer dir einer gefällt. Wie vertrauensselig. Eine offene Tür. Keinerlei Sicherheitssystem. Wie gutgläubig. Was haben wir denn hier? Es ist herrlich, mit diesen Amateuren zu arbeiten. Unglaublich. Diese Technologie ist sogar noch fortschrittlicher als die dieser Roboter. Wo in alles in der Welt haben die Burns das nur gefunden? Logbuch Sigma 17. Rescue Bots Bericht. Wir verlassen Cybertron für eine Routinepatrouille im Quintessa-Quadranten. Nicht auf dieser Welt, offensichtlich. Oh, Danny. Wo ist Graham? Hinter uns mit den Rubios.
so ein Glück. Jetzt sind alle evakuiert. Gute Arbeit, Team. Aber woher wusstet ihr, dass ich den Notfallplan durchführe? Das Kommunikationssystem hat versagt, also haben wir die Notfallregeln befolgt. Scheinbar haben wir es mit einer Wettermaschine zu tun. Nach Docs Berechnung liegt sie im Ozean mit diesen Koordinaten. Wir nehmen die Darby Eva. Kommt vorsichtig an Bord, Team. Das hier ist kein Badewetter. Habt ihr die Vorhersage nicht gehört? 100%ige Chance auf Feuer. Unsere Feuerwehrleute. Heatwave, kommt dir das nicht auch wie Rauch vor? Besser, du machst eine Meldung an den Chief. Das geht nicht dran. Heatwave an Sigma 17. Rescue Bots, meldet euch. Ich versuch's mit dem Funkgerät der Fähre. Captain Shaw, stimmt was nicht? Ei, ich erreiche den Hafenmeister weder telefonisch noch über Funk. Und der Hafen steht komplett in Flammen. Wir müssen zur Insel zurück, sofort. Geht's mit dieser Rostschüssel nicht schneller? Nicht in diesem Teil des Meeres. Ein ganzer Schiffsfriedhof liegt unter uns. Wenn wir schneller fahren, landen wir auch noch da unten. Oh, klasse, Teamleiter bin ich. Schaukel hier rum, während mein Team mich am meisten braucht. Vielleicht halten wir einfach ein schnelleres Boot an. Da ist eins. Ein gesunkenes Löschboot? Du machst Witze, oder? Was nützt es uns, wenn es da unten liegt? Es sieht unbeschädigt aus. Außerdem, manchmal sucht das Fahrzeug dich aus, weißt du noch? Bis dann, Captain. Wir werden jetzt mal umsteigen. Irgendwas kann doch da nicht stimmen mit diesen Burns-Kindern. Oh, Heatwave! Kannst du nicht geradeaus fahren? Ich bin noch unerfahren. Verwandel du dich doch mal in ein Boot, dann reden wir gern weiter. Aha, das ist das Horn. Mal sehen, was das hier ist. Oh, Daddy! Gemacht. Oh. Boulder, Chase, wir dürfen den einzigen Löschwagen nicht verlieren. Könnt ihr ihn in Sicherheit bringen? Blades, komm hier runter! Woher hast du das Boot? Das Boot hat einen Namen. Ja, und gern geschehen. Heatwave? Wie ist das möglich? Ich verpasse hier schon wieder was. Heatwave, wir schulden dir was. Aber jetzt musst du die Wettermaschine, die das verursacht, ausschalten. Sie liegt östlich der Boje 49. Schon unterwegs. Entschuldige, ich übe immer noch. Thank you.
diese neue Form? Was denkst du, Kate? Ich denke, ich werde seekrank. Also, wie funktioniert jetzt diese Beförderung genau? Ich meine, sagen wir mal, ein Bot würde vielleicht nicht mehr fliegen wollen. Das wird nicht einfach. Und Optimus muss einverstanden sein. Es war sehr anstrengend. Sogar mit seiner Hilfe. Sorry, Blades. Wieso glaubst du denn, dass ich von mir rede? Dad, was ist los? Der Rahmenmacher fand etwas Interessantes bei der Restaurierung von Großvaters Bild. Eine Kamera war darin versteckt. Wow. Morocco hat uns ausspioniert? Was hat er wohl alles gesehen? Das ist nicht unsere einzige Sorge. Der Gauner war auch in unserem Geheimbunker. Ich habe zwar noch keine Liste gemacht von allem, was fehlt, aber es ist sicher etwas gestohlen worden. Die Wetterkatastrophe war nur ein Plan, um uns abzulenken. Also, wenn Dr. Morocco unser Geheimnis kennt, was wird er als nächstes tun? Ich werde mich nicht länger mit der Weiterentwicklung meiner Morbots beschäftigen. Denn jetzt habe ich Zugriff auf die neueste Technologie, die die Welt je gesehen hat. Und für eine angemessene Zahlung könnte sie bald Ihnen gehören.